Es klingelt an deiner Haustür. Polizei. Sie verhaften dich. Ein schweres Verbrechen wird dir zur Last gelegt. Angeblich gibt es Zeugen und Beweise gegen dich, aber du bist unschuldig. Du wirst verhört. Stunden und Tage lang. Du kommst in Untersuchungshaft. Dir wird der Prozess gemacht. Du beteuerst deine Unschuld, aber du wirst verurteilt. Du landest im Knast. Unschuldig. Das gibt's doch nicht, würde einem der normale Menschenverstand sagen. Bei uns zu Gast ist heute ein Mann, der diesen Albtraum aber tatsächlich erlebt hat. Ralf Witte saß 5,5 Jahre im Gefängnis für eine Tat, die er gar nicht begangen hat. Herr Witte, herzlich willkommen. Danke. Sie hatten sich im Mai 2001 nach einer anstrengenden Nachtschicht als Straßenbahnfahrer gerade ins Bett gelegt, als vor der Tür die Polizei stand und klingelte. Was passierte dann? Ich lag ja im Bett, meine Frau hat die Tür aufgemacht und kam dann hoch und sagte, Ralf, Polizei ist da, sollst mal runterkommen. Dann bin ich runtergegangen und dann begrüßten die mich. Guten Tag, Herr Witte. Sie wissen ja, weswegen wir hier sind. Und ich habe so überlegt, hat meine Ex-Frau sich ein neues Spiel ausgedacht? Weil damals hatten wir so einen kleinen Scheidungskrieg hinter uns. Und ich sage, nö, eigentlich nicht. Ja, sagt er, kennen Sie eine Jennifer? Und ja, sei es unser Kindermädchen. Ja, die war gestern Abend auf der Polizeistation und hat sie angezeigt wegen Vergewaltigung. Sag ich, das ist doch wohl ein Witz. Ich habe so geguckt im Wohnzimmer, ob da hier versteckte Kamera oder so. Und die sagt zu dem Polizisten, ey, ihr holt mich gerade aus dem Bett. Jetzt erzähl mal, was los ist. Ja, sonst flippe ich hier gleich richtig aus. Ne? Da holt der Handschellen raus und sagt, sollen wir ihn die jetzt anlegen oder geht's auch so? Ach du meine Güte, dachte ich, der macht ernst. Wie gut kannten Sie denn das vermeintliche Opfer, Jennifer? Also die war bei uns als Kindermädchen zugegen. Mit ihrer Mutter bin ich zusammen groß geworden. Und ja, wie gut kannte man sich? Sie wohnte 10 Kilometer weiter weg und ich kannte sie schon von Geburt an, weil, wie gesagt, mit ihrer Mutter bin ich zusammen groß geworden. Also Sie waren völlig perplex, ja, dass man Ihnen plötzlich diese Tat vorwarf. Ja, überhaupt Vergewaltigung. Und dann sind Sie also abgeführt worden von der Polizei. Ja, und dann? Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, mach dir keine Gedanken, ich komme gleich wieder, mache kurz einen DNA-Test und dann komme ich gleich wieder. Das kam anders? Das kam anders, da war ich erst mal 23 Tage weg. In U-Haft? In U-Haft. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Also diese U-Haft, diese ersten 23 Tage waren Horror. Das ging alles wie im Film. Das ganz, ganz, ganz übel war das. Das hat also. Was war das? Kann man nicht beschreiben. Das Übelste war ins Gefängnis rein und erstmal eine geklatscht kriegen. Weil da waren in der JVA Hannover, war ein Wärter, der hat den Häftlingen gesagt, hier, das ist der aus der Zeitung, weil man hat mich ja einen Tag zuvor festgenommen und im Polizeigewahrsam war ich ja dann, bis ich nächsten Tag in Haft kam, da stand alles in der Zeitung und da habe ich erstmal einige Klatsch gekriegt. Also ich habe mal gelernt, mich zu verteidigen, aber in dem Moment war ich wie gelähmt. Ich war wie gelähmt, es ging nichts. Und das ging 23 Tage so? Das ging 23 Tage so. Ich habe da keine, also normalerweise hat man ja eine Stunde Hoffreigang, also ich war 24 Stunden eingeschlossen, weil ich wollte mit diesen Monstern da draußen nicht rumrennen. Sie haben freiwillig darauf verzichtet? Ich habe auf diese Freistunde verzichtet, ja. Ralf Witte saß 5,5 Jahre hinter Gittern für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Wie kann es zu solch einem Fehlurteil kommen? Die verhängnisvolle Geschichte von Ralf Witte beginnt hier. Landgericht Hannover, Mai 2004. Ein spektakulärer Missbrauchsprozess. Die 15-jährige Jennifer schildert unter Tränen, wie sie brutal entjungfert und vergewaltigt worden sei. Sie beschuldigt einen Freund der Familie, Ralf Witte. Er streitet alles ab, beteuert immer seine Unschuld. Wie so oft in solchen Verfahren steht Aussage gegen Aussage. Am Ende entscheiden die Gutachter. Das Mädchen leidet zwar unter einer leichten Persönlichkeitsstörung, dennoch sei sie absolut glaubwürdig. Dieser Einschätzung folgen dann auch die Richter. Sie verurteilen Ralf Witte am Ende zu 12 Jahren und 8 Monaten Haft. Fortan lebt er hinter Gittern. Was Witte nicht weiß, während er in Haft sitzt, geht Jennifer erneut zur Staatsanwaltschaft und erhebt neue, schwere Vorwürfe gegen weitere Männer. Eine drastische Geschichte. Nun erklärt sie, sie sei schon viel früher, mit 8, entjungfert und dann mehrfach vergewaltigt worden. Von Männern eines brutalen Mädchenhändlerrings. Ich wurde zum Geschlechtsverkehr gezwungen und dabei gefilmt. Als es begann, war ich 8 oder 9 Jahre alt. Einmal war auch ein älteres Mädchen dabei, die bekam ein Baby. Das Baby wurde nach der Geburt öfter an die Wand geworfen und hat dies nicht überlebt.
Eine geradezu unglaubliche Aussage mit offensichtlichen Widersprüchen. Wenn auf der einen Seite behauptet wird, dass der damalige Angeklagte sie entjungfert habe, dass also ihr erster Geschlechtsverkehr gewesen sei, und an anderer Stelle behauptet, sie sei schon Jahre vorher an einen Sexring verhökert worden, wo sie also mit allen möglichen Männern dann zu sexuellen Kontakten gezwungen worden sei, dann passt das nicht zusammen. Das geht nicht. Und dann kann eine dieser beiden Aussagen nicht stimmen. Bei der Überprüfung von Jennifers neuen Vorwürfen erleben die Ermittler hier jedenfalls eine böse Überraschung. Denn die von Jennifer präzise beschriebenen Orte der Vergewaltigungen lassen sich nicht finden. Und noch irritierender, auch die Täter, die Jennifer mit Namen benannt hatte, sind nicht zu ermitteln. Das Ganze nur eine Fantasterei, die ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt? Diese Aussage, die Witte entlasten könnte, hat die Staatsanwaltschaft nicht weitergegeben, weder an Wittes Verteidiger noch an den Bundesgerichtshof, der über seine Revision verhandelt. Stattdessen lassen die Staatsanwälte die Akte einfach liegen, über 3 Jahre lang, und warten darauf, dass Jennifer zu einem weiteren Gespräch kommt. Darauf allein kann man sicherlich noch keine fundierten Ermittlungen gründen. Da muss man die Zeugin einfach auch noch mal weiter vernehmen dazu. Ja, aber sie hat doch konkrete Angaben gemacht, Namen, Straßennamen, Hauseingänge. Dem ist ja auch nachgegangen worden und das hat nichts erbracht. Und insofern wäre auf jeden Fall eine Vernehmung der Zeugin hier noch für erforderlich gewesen. Ja, aber Sie können doch das nicht 3,5 Jahre dann einfach sozusagen versuchen, mit ihr in Kontakt zu kommen und da ja, passiert nichts. Ja, andere Möglichkeiten standen uns aber da nicht zur Verfügung. 3,5 Jahre? Ja, so ist es gewesen. Wie ist so ein Verhalten der Staatsanwaltschaft zu erklären, einfach so eine Aussage wegzulegen? Das kann man nur damit erklären, dass die Staatsanwaltschaft diese Angaben selber nicht geglaubt hat. Sie hat eben nur die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis nicht gezogen und hat wohl gemeint, das könnte hier nur Unruhe in das Verfahren des Herrn Witte bringen, das verstecken wir mal lieber. Ein Versäumnis, das Ralf Witte mehrere Jahre gekostet hat. War diese Entwicklung abzusehen, Herr Witte? Zu der Zeit, als ich verurteilt worden bin, war das nicht abzusehen, für uns gar nicht. Ich wusste zwar immer, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich habe nicht gewusst, dass es kurz darauf schon entlastendes Material geben kann, was man uns ja, wie gesagt, 3,5 Jahre weggeschlossen hat. Ein alkoholkranker Staatsanwalt hat das 3 Jahre unter Verschluss gehalten, 3,5 Jahre. Aber wie erklären Sie sich, dass es dann dennoch zu einer Verurteilung kam und dann auch noch mit so einem hohen Strafmaß? Naja, also in dem Verfahren, in dem Erstverfahren, bin ich immer so reingegangen, mir kann nichts passieren, ich habe nichts gemacht, also wird mir da nichts passieren können. Mhm. Dementsprechend hatte ich auch vielleicht eine sehr große Klappe. Und ich bin dem Richter mehrfach unangenehm aufgefallen und ich hatte Standing Ovation im Gerichtssaal, wo der den ganzen Gerichtssaal räumen lassen wollte. Und dass er mir 12,8 gegeben hat, lag daran wahrscheinlich, dass ich... 12 Jahre, 8 Monate. 12 Jahre, 8 Monate. Das lag daran, dass ich ungemütlich war. Weil dem Vater, der ja mit angeklagt war, mit der gleichen Taten, den hatte nur 5,8 gegeben, 5 Jahre und 8 Monate. Mhm. Es muss eine wahnsinnig schwere Zeit für Sie gewesen sein und auch für Ihre Familie. Wie haben das denn Ihre Frau und Ihre Kinder verbacken? Also für mich da drinne, ich war ja eingesperrt, ich konnte eh nicht viel ausrichten. Für mich da drinne war das, was draußen geschieht, das Schlimmste überhaupt. Wie muss die Frau damit umgehen? Was passiert? Ihr wird sie angemacht von irgendwelchen Leuten und meine Kinder waren am Boden zerstört. Das macht einen krank, das macht einen wahnsinnig. Das kann man kann das auch nicht beschreiben, wie man sich in solch einem Moment fühlt. Mhm. Das war mies, ganz traurig, ganz, ganz elendig hat man sich da gefühlt. Dazu kamen ja auch noch Beschimpfungen. Sie haben vorher gesagt, es stand in der Zeitung, eine ja. große Boulevardzeitung hat Sie als Monster betitelt. Ja. Traut man sich da als Angehöriger irgendwie auf die Straße? Ja, ich war ja, wie gesagt, ich war da drin. Ich hatte es ja einfach, da geht abends die Tür zu, da sind Bedienstete, die auf einen aufpassen. Also ich muss sagen, in der Haft selber, in den 5,5 Jahren. Ich bin immer offen mit dem Thema umgegangen. Wenn mich einer gefragt hat, weswegen sitzt du, ich habe denen gesagt, mir wird Vergewaltigung vorgeworfen und ich habe denen versucht zu erklären, dass das nicht stimmt. Und hat man ihnen im Gefängnis geglaubt? Im Gefängnis hat man mir geglaubt und ist es im Gefängnis garantiert einfacher, jemandem das zu erklären, als draußen. Mhm. Weil im Gefängnis sind die meisten hatten ja schon mit Richter zu tun und die wissen, dass man auch verheizt werden kann. Was haben Ihre Frauen, Ihre Kinder draußen erlebt? Ich weiß es ja auch nur vom Hörensagen, ja. was hinterher war.
Ich selbst habe es ja Gott sei Dank nicht erlebt. Es muss die Hölle gewesen sein. Ne? Also meine Frau wurde bei uns beim Bäcker zum Beispiel echt mit Blicken geächtet. Und denen wäre es lieber gewesen, wenn sie dort nicht mehr hingegangen wäre. Aber sie ist da weiterhin hingegangen, weil sie sagt, ich kann jedem in die Augen schauen und wir sind keine Verbrecher. Mhm. Gravierende Justizirrtümer kommen zwar nicht häufig vor, trotzdem ist das Schicksal von Ralf Witte leider kein Einzelfall. Immer wieder landen Menschen unschuldig hinter Gittern. Hier einige der bekanntesten Fälle. Harry Wörth, 4 Jahre und 7 Monate unschuldig hinter Gittern. 1998 wird er zu 11 Jahren Haft verurteilt. Tatvorwurf: versuchter Totschlag an seiner damaligen Ehefrau Andrea. Bis heute ist der wahre Täter nicht gefasst. Jens Schlegel, 18 Monate unschuldig im Gefängnis. 1999 wird er zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Tatvorwurf: schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung an einem Taxifahrer. Erst als sich der wahre Täter stellt, kommt Jens Schlegel frei. Horst Arnold, 5 Jahre unschuldig hinter Gittern. 2002 wird er zu 5 Jahren Haft verurteilt. Tatvorwurf: Vergewaltigung einer Kollegin. Erst nach der kompletten Haftzeit wird er freigesprochen. Horst Arnold stirbt mit 53 Jahren an Herzversagen. Monika de Montgazon, 2 Jahre und 5 Monate unschuldig in Haft. 2005 zu lebenslänglich wegen Mordes verurteilt. Tatvorwurf: sie soll einen Brand gelegt haben, um ihren Vater zu töten. Tatsächlich war die Brandursache eine brennende Zigarette des Vaters. Bei uns zu Gast ist jetzt der Jurist und ARD-Rechtsexperte Dr. Frank Bräutigam. Herzlich willkommen. Hallo, Helle. Herr Bräutigam, wir haben jetzt gerade von anderen Fällen gehört, wo Menschen unschuldig verurteilt wurden. Wie kann es sein, dass es immer wieder zu Fehlurteilen kommt? Wo liegen da mögliche Fehlerquellen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir sprechen immer von Justizirrtümern. Die möglichen Fehler fangen oft schon ganz am Anfang, direkt nach der mutmaßlichen Tat an, wenn die Polizei vielleicht mal vor Ort Fehler macht, Beweise nicht richtig sichert oder bei der ersten Vernehmung mit der Zeugin Fehler macht. Da ist bei Harry Wörth zum Beispiel, den Fall haben wir ja gerade gesehen, schon einiges schief gegangen und das konnte bis zum Schluss nicht mehr aufgeholt werden. Mhm. Dann gibt es das Gerichtsverfahren selbst. Da gibt es den Faktor Mensch, den Richter, der muss sich mit Zeugen auseinandersetzen und entscheiden, glaube ich dem oder glaube ich dem nicht. Dabei können Fehler entstehen. Und drittens, es gibt dann noch die obere Instanz. Man kann ja sagen, Fehler kann man ja korrigieren, den Bundesgerichtshof. Der hört aber die ganzen Zeugen nicht nochmal an. Der entscheidet nur, gibt es da Rechtsfehler und greift nur in Ausnahmefällen ein, sodass auch der Bundesgerichtshof Herrn Witte ja nicht geholfen hat. Und da gibt es also an verschiedenen Punkten dieser Fälle Fehlerquellen, die dann zu solchen Ergebnissen führen können. Kann man sagen, bei welcher Straftat oder bei welchen Straftaten ist eine mögliche Fehlerquelle besonders hoch? Bei den Sexualstraftaten, mutmaßliche Vergewaltigung, da ist das Risiko höher aus einem ganz einfachen Grund. Man hat oft nur 2 Beteiligte, die man danach befragen kann. Der mutmaßliche Täter und das mögliche Opfer, Aussage gegen Aussage. Es gibt ganz selten eine dritte Person, die irgendwas verfolgt hat. Man kann dann natürlich noch den Körper der vielleicht geschädigten Person untersuchen, ärztliche Gutachten. Aber ganz massiv geht es um die Frage, glaube ich einer Person, ja oder nein? Und das können wir uns auch, glaube ich, alle reinversetzen. Das ist nicht immer einfach rauszukriegen, wer die Wahrheit sagt. Gibt es denn eigentlich Statistiken, wie viele Menschen unschuldig hinter Gitter sitzen oder saßen? Eine valide Statistik ist zumindest mir nicht bekannt. Es kursiert eine Zahl eines hohen Bundesrichters, der sagt, rund 25% schätzt er seinen Fehlurteile von Leuten, die unschuldig verurteilt wurden. Das ist ja wahnsinnig hoch eigentlich, oder? Ich würde aber vorsichtig sein, weil ich noch nicht ganz nachvollziehen konnte, ob das wirklich valide ist, wie er zu dieser Zahl kommt. Die wird oft einfach weiter zitiert. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Aber die Aussage ist es schon eigentlich eine wichtige Aussage, dass es keine richtige Statistik gibt, aber wir immer von diesen Fällen hören. Und das macht das Ganze zu so einem grauen Bereich. Aber umgekehrt bedeutet das ja auch, dass es womöglich etliche Täter gibt, die schuldig sind und trotzdem draußen frei herumlaufen. Das ist auch das Risiko unseres Rechtsstaates, denn natürlich in so einem Strafprozess am Ende muss sich der Richter fragen, bin ich überzeugt, dass der Angeklagte der Täter war? Und dann kennen wir alle den Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo auf Latein. Und dann muss ein Richter auch mal sagen, hier habe ich Zweifel, auch wenn ich tief in meinem Inneren vielleicht denke, er war es, aber ich kann es juristisch nicht nachweisen. Und so kann auch das, auch die umgekehrte Version natürlich vorkommen. Wie kommen denn Richter generell zu ihrem Urteil? Die haben am Ende der Verhandlung ihre Beweismittel, das sind vor allem die Zeugen, sind die schwierigsten Beweismittel, Schriftstücke, Gutachten.
dann müssen die das alles würdigen. Sie dürfen natürlich nichts weglassen, aber sie haben am Ende auch eine gewisse Freiheit. Es bleibt eine persönliche Entscheidung, bin ich jetzt überzeugt, ja oder nein. Und das ist, es wird nie einen Automaten geben, wo der Richter die Beweismittel reinschmeißt und das Ergebnis kommt unten raus. Und das ist so dieser Faktor, der dann auch zu Fehlern führen kann. Ich will das gar nicht rechtfertigen damit, nur so ein bisschen erklären, wie das auch dazu aber das kommen macht's kann. Eben auch, das macht es eben auch schwierig. Genau. Tja, wie denken Sie über unser Thema? Haben Sie Vertrauen zu unserem Rechtssystem? Diskutieren Sie mit uns darüber auf unserer Facebook-Seite. Ein oft ausschlaggebender Baustein bei einer Verurteilung ist das Sachverständigengutachten, so auch im Fall von Ralf Witte. Der Gutachter gibt darin seine Experteneinschätzung zur Sachlage wieder. 1999 legte der Bundesgerichtshof Mindestanforderungen für Glaubwürdigkeitsgutachten in Strafprozessen fest. Auslöser dafür waren insbesondere die spektakulären Prozesse um angebliche Massenmissbräuche an Kindern, wie der sogenannte Montessori-Prozess oder die Wormser-Prozesse. Aber hat sich seither die Qualität von Gutachten verbessert? Und wie gehen Richter mit diesen Gutachten überhaupt um? Gutachter entscheiden, was eigentlich Richter beurteilen sollten. Doch warum beauftragen Richter Gutachter, wo sie eigentlich selbst urteilen könnten? Das ist so, weil viele Richter sich scheuen, die Verantwortung zu übernehmen. Die schieben die Verantwortung ab auf einen Sachverständigen. Er ist Gehilfe des Richters. So steht es im Gesetz. So ist die gesetzliche Konstruktion. Tatsächlich ist es aber so, dass Richter sagen, Sachverständiger, mach du mal, mach mir mal Entscheidungsvorschläge. Abwälzen statt selbst entscheiden? Ein Richter des obersten ordentlichen Gerichts in Deutschland bestätigt diesen Verdacht. Man muss ja sagen, dass schon eine außerordentlich große Vielzahl von Fällen Gutachtensaufträge erteilt werden, die überflüssig sind. Richter können frei entscheiden, ob sie ein Gutachten einholen oder nicht. Das ist richtig so. Doch sie entledigen sich oft ihrer Verantwortung, holen offenbar zu viele Gutachten ein. Wir fragen den Verband, in dem die meisten Richter Deutschlands organisiert sind. Befasst sich der Deutsche Richterbund mit dieser Problematik? Der Deutsche Richterbund befasst sich jetzt nicht explizit mit dieser Problematik, allein deswegen, weil es eben eigentlich kein manifestes Problem ist. Kein Problem? Im Gegenteil, es gibt noch mehr Probleme. Etwa die fehlende Kompetenz einiger Gutachter. Denn in Deutschland darf sich jeder Gutachter nennen. Gutachter kann der werden, den der Richter zum Gutachter bestellt. Wenn der Richter meint, seine Oma sei sachkundig und er bestellt seine Oma, dann ist die sachverständig. Unqualifizierte Gutachter. Werner Leitner hat die Folgen in der Gerichtspraxis untersucht. Das Ergebnis seiner Studie vernichtend. Meine Studie hat gezeigt, dass die Qualität vieler familienpsychologischer Gutachten an unseren deutschen Gerichten über weite Strecken geradezu ungeheuerlich schlecht ist. Doch schlechte Gutachten fliegen selten auf. Denn Hinterfragen kostet den Richter Zeit. Die Folge: Gutachten werden zu selten kontrolliert. In aller Regel wird die Zusammenfassung gelesen und damit hat es sich. Und das wird auch übernommen. Richtig müsste es sein, dass der Richter jede einzelne Seite genau analysiert und dann sich überlegt, kann ich dieses Gutachten überhaupt akzeptieren. Selbst der Richterbund räumt ein, wenn niemand die Fehler bemerkt, können mangelhafte Gutachten schon mal die Grundlage für ein Fehlurteil sein. Wenn der Richter dann an dem Gutachten ansonsten keinen Zweifel hat, weil er womöglich mangels eigener technischer Sachkunde keinen Zweifel haben kann und auch kein anderer Verfahrensbeteiligter einen auf einen Fehler aufmerksam macht, dann kann es vorkommen, dass auch auf ein fehlerhaftes Gutachten ein Urteil sich dann zu Unrecht stützt. Fehler im Gutachten, nur schwer aus der Welt zu schaffen. Und so landen Menschen wegen fehlerhafter Gutachten sogar im Gefängnis, haben jahrelang keine Chance. Ihn hatte ein Mädchen beschuldigt, sie mehrfach vergewaltigt zu haben. Gutachter bestätigten alles. Ralf Witte wird zu 12 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. 5 Jahre davon sitzt er ab. Erst dann fällt Juristen auf, dass das Mädchen fast wahllos diverse Männer der Vergewaltigung bezichtigt hatte. Erst dann kommt Witte frei.
geschaut. Nicht weinen. Für seine Verurteilung waren drei Gutachter maßgeblich mitverantwortlich. Sie glaubten den abstrusen Geschichten des Mädchens, machten aus dem Familienvater einen brutalen Kinderschänder. Die Aussagen des Mädchens seien wahr, bestätigt ein aussagenpsychologisches Gutachten. Das psychisch gestörte Mädchen sei weitgehend gesund, erklärt ein nervenärztliches Gutachten. Und ein rechtsmedizinisches Gutachten meint, das Mädchen sei zwar noch Jungfrau, aber es gebe trotzdem Spuren von Vergewaltigung. Erst im Wiederaufnahmeverfahren merken die Richter, alle drei Gutachter haben die Aussagen des Mädchens nie wirklich kritisch hinterfragt. Wichtige Untersuchungen und Testverfahren wurden nicht durchgeführt. Die Mängel dieser Gutachten im Fall Ralf Witte hat der Rechtspsychologe und Gutachter Professor Günther Künken untersucht. Er kam in seinem Gegengutachten dann auch zu einem ganz anderen Schluss. Professor Günther Künken ist uns jetzt aus Kiel zugeschaltet. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, welche Mängel hatten denn die Gutachten im Fall Witte? Also ich kann da ja nur zu dem aussagepsychologischen Gutachten etwas sagen. Ich weiß, dass auch das nervenärztliche Gutachten von Professor Kröber als fehlerhaft dann eingestuft worden ist. In dem aussagepsychologischen Gutachten, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war eine Summe von wirklich teilweise gravierenden Fehlern, die da gemacht worden sind. Zwei, drei Beispiele? Und also beispielsweise, es gibt einen ganz wichtigen Punkt bei der Analyse von Aussagen, nämlich, dass man die Qualität einer Aussage in Beziehung setzen muss zu den kognitiven Fähigkeiten, also den geistigen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen der Aussageperson. Also nehmen Sie einfach an, Sie haben ein fünfjähriges Kind, das erzählt etwas über irgendwelche sexuellen Handlungen. Da kann man vielleicht sagen, das hätte dieses Kind sich nicht ausdenken können. Deshalb muss es das erlebt haben. Aber wenn Sie jetzt eine 20-jährige erwachsene Person haben, die etwas derartiges auch erzählt, dann kann man nicht mehr sagen, das kann die sich nicht ausgedacht haben. Also man muss das zueinander in Beziehung setzen. Und das beispielsweise ist in den Gutachten nicht gemacht worden. Ein anderer, meines Erachtens, schwerer Fehler war, dass die Entstehungsgeschichte der Aussage, die sich ja über Monate hinweg erstreckt hat, zum Teil in enger Verbindung mit einer Beratungslehrerin und auch in therapeutischen Gesprächen, dass diese Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte in den Gutachten praktisch überhaupt nicht erörtert worden ist, völlig ignoriert worden. Und da lag hier einer der Schlüssel im Grunde genommen für die Beurteilung der Aussage. Und wenn man das dann nicht macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man zu einem falschen Ergebnis kommt. Sie sind dann von Ralf Witte als Gegengutachter engagiert worden. Wie reagieren eigentlich Richter generell auf eine zweite Meinung, also auf ein Gegengutachten? Ja, das ist unterschiedlich. Also das hängt natürlich auch davon ab, wer das in Auftrag gibt. Es kommt gelegentlich vor, dass auch Gerichte mit dem ersten Gutachten nicht zufrieden sind und dann von sich aus ein weiteres Gutachten einholen, dann hat man natürlich einen anderen Stand, als wenn man jetzt beispielsweise von der Verteidigung beauftragt wird. Und dann als sogenannter präsentes Beweismittel das Gutachten im Gericht präsentiert, dann muss das Gericht sich damit ja auseinandersetzen. Das macht denen zusätzliche Arbeit. Nun haben die zwei verschiedene Gutachten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und sie müssen aber am Ende ein Urteil sprechen. Also da ist man nicht immer sonderlich wohl gelitten, wenn man als solcher Zweitgutachter da reinkommt. Ja, im Fall Witte war ja Ihr Gutachten prozessentscheidend. Fühlt man sich dann in Ihrer Position so ein bisschen als heimlicher Richter? Nein. Also das Prozessentscheiden war das ja zunächst mal nicht. Ich habe ja das Gutachten gemacht für die Beantragung eines Wiederaufnahmeverfahrens. Und da waren dann eben verschiedene Dinge, die gehört worden sind. Auch eben dieses psychiatrische Gutachten von dem Professor Kröber. Also es ist manchmal schwierig. Also am Ende ist es ja so, dass das Gericht, so ist es ja vorhin auch schon mal angeklungen, alles, was an Beweismitteln vorhanden ist, zusammenschaut. Während ich als Sachverständiger ja nur eine einzige Beweisfrage beurteilen soll, nämlich ob eine Aussage, diese spezielle Aussage, ob die erlebnisbegründet ist, ob die Person fähig ist, eine solche Aussage zu machen und Ähnliches. Und alles andere hat mich nicht zu interessieren. Während die Gerichte eben alle anderen Beweismittel, die sie haben, auch noch mit zusammenwürdigen. Insofern kann man als Sachverständiger gar nicht in die Rolle eines Richters hineingeraten. Problematisch kann es dann werden, wenn wirklich nichts anderes vorhanden ist als eben diese Aussage und die gegenteilige Aussage und sonst keine Beweismittel vorhanden sind, dann bekommt ein solches Gutachten unter Umständen schon einen
ziemlich hohes Gewicht, ja. Wie im Fall Witte auch. Vielen Dank bis dahin. Mhm. Wir sprechen uns später nochmal. Ja. Und ich komme jetzt wieder zu meinen Gästen, Herr Witte, Herr Bräutigam. Wir haben jetzt gerade erfahren, Gutachten können also schon sehr entscheidend sein. Beim Wiederaufnahmeverfahren legte Jennifer ja sogar ein falsches und ein gefälschtes Gutachten vor. Wie flog das eigentlich auf? Das war kein Gutachten. Das war also ganz zum Schluss, wo schon die Plädoyers gelaufen sind, kam ihre Anwältin mit einem ärztlichen Attest, wo drin stand, dass sie aufgrund ihrer vielen Vergewaltigungen untenrum eine Totaloperation bekommen hat und sie würde niemals mehr Kinder bekommen. Mhm. Und da bin ich explodiert und sagte, das ist eine Fälschung. Herr Schwenn hat mich dann sofort maßgeregelt. Mhm. Und sagte, hat den Richter gebeten, das doch zu klären. Weil ich konnte mir nur vorstellen, dass es eine Fälschung war, weil alles andere hat es nicht gegeben. Kann das also von vielen Vergewaltigungen und Missbräuchen kann das nicht gewesen sein. Gut. Naja, und dann hat der Richter gesagt, das mache ich zur Chefsache und hat die Sitzung an diesem Tag unterbrochen. Nächsten Morgen hat der Richter die Sitzung eröffnet, war schneeweiß, sagt, das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt. Das Ding ist eine Totalfälschung. Und das. Wie wurde das denn bewiesen? Der Richter hat das Gutachten sollte von einer Frau, Professor, Doktor, keine Ahnung, aus der medizinischen Hochschule sein. Mhm. Und dort hat er sich natürlich mit dieser Professorin, die dort schon lange nicht mehr tätig war, die hat er dann hier im Rheinland irgendwo gefunden, mhm. hat sich mit ihr unterhalten und sie sagte, nein, das habe ich nicht geschrieben. Und sie sagte auch, das Papier, was dort benutzt wurde, ist zwar von der medizinischen Hochschule Hannover, aber das gibt es schon lange nicht mehr, das ist nicht mehr im Umlauf. Nicht mehr aktuell, so flog genau. Der ganze Schwindel auf. Und ich wusste, dass von Jennifer die Freundin, ihre lesbische Partnerin, in der medizinischen Hochschule auf der Krebsstation arbeitet. Also war das ja naheliegend, dass sie ihr da irgendwie zu so einem Ding verholfen hat. Herr Bräutigam, welchen Wert haben denn Gutachten in so einem Strafprozess generell? Man muss erst mal sagen, das klang auch in dem Beitrag an, der Richter darf die Verantwortung nicht abwälzen. Auf den Gutachter. Also der hat am Ende die Verantwortung und muss sich sein eigenes Bild machen. Aber natürlich, gerade wenn Aussage gegen Aussage steht, dann möchte man noch externen Sachverstand dazu holen. Zum Beispiel ein Professor Könken in vielen Verfahren, bei Herrn Kachelmann habe ich ihn zum Beispiel im Gerichtssaal auch erlebt. Und dann spielen die eine große Rolle. Auch im Kachelmann-Verfahren, das war ja fast eine Gutachterschlacht. Also das wird immer wichtiger. Und es ist auch durchaus ein Problem, dass die oft nicht so richtig gut sind. Ganz so einfach, dass man die Oma da beauftragt, das wird dann auch so ein Bundesrichter wie Thomas Fischer, den wir ihn gesehen haben, da glaube ich nicht durchgehen lassen. Aber dass das ein Problem in der Justiz ist, wie tragfähig sind die wirklich, das stimmt schon. Wie müssen denn Richter Ihrer Meinung nach mit Gutachten umgehen und wie sieht es in der Praxis aus? Na, so schwer das ist, Richter wissen ja auch, was die Kriterien sind. Also die müssen dann schon nachgucken, also hat der wirklich geprüft, der Gutachter, wie diese Aussage entstanden ist? Hat der auch mal gegengecheckt? Da gibt es so ganz, nicht einfache, aber da gibt es so Tricks, dass man vielleicht mal versucht hat, dass die betroffene Person die Geschichte auf einfach mal rückwärts erzählt. Nicht mehr von vorne nach hinten, aha, sondern von hinten nach vorne. Hat der solche Tests gemacht, dass man jemanden mal durcheinander bringt. Und wenn dann jemand die Geschichte trotzdem total gut kann, spricht das dafür, dass es glaubwürdig ist. Ist das jetzt ein Standard oder ist das ein Trick von Ihnen? Das ist so ein Trick. Nee, Trick ist auch ja, das falsche halt. Wort. Aber das ist durchaus eine Maßnahme. Ich würde sagen, Herr Könken wird das auch standardmäßig machen. Aber es geht ja so um Richter. Und, ja, und deswegen, das kann der Richter ja auch in der Hauptverhandlung machen. Mhm. Also da kann man macht, das ja ist auch die Frage. Möglichkeit. Das also wir kann man können natürlich jetzt nicht generell über alle Richter sagen, aber Sie haben ja viel Erfahrung. Wie gehen Richter mit Gutachten um? Es wird sich zu häufig darauf verlassen, das muss man schon sagen. Und da ist, glaube ich, der Weg in die Zukunft zu sagen, habt Mut, euch eure eigene Meinung zu bilden. Und in der Haft habe ich ganz oft erlebt, dass Richter wirklich Gutachten an Gutachter abgeben, um einfach vielleicht nicht selber eine Meinung zu haben, um eben genau das Ergebnis zu bekommen, was sie vielleicht haben möchten, ja, oder ihre Last einfach abgeben an Dritte. Und in der Haft habe ich von vielen Häftlingen Gutachten gelesen und die haben alle gesagt, ja, der Richter, der hat nur einen Gutachter gegeben und der hat mich jetzt verheizt. Schwierige Sache. Wir sehen also, Gutachter können irren, aber was ist eigentlich mit Zeugen? Menschen, die dabei waren, die alles gesehen haben, die vielleicht sogar Opfer waren, können die irren oder lügen sie, wenn ihre Aussage nicht dem wirklichen Ablauf entsprechen? Das Gedächtnis ist ein trügerischer Begleiter, sagt die Psychologin Julia Shaw. Und das hat sicher jeder von uns schon mal erlebt. Kleine Erinnerungsfehler kommen im Alltag ständig vor.
Wir erinnern uns zum Beispiel, den Schlüssel definitiv auf das Regal gelegt zu haben. Nach langer Suche finden wir ihn dann, und zwar auf dem Schreibtisch. Unsere Erinnerung spielt uns einen Streich. Dass so etwas häufiger vorkommt als gedacht, weiß Julia Shaw. Die Londonerin ist Gedächtnisexpertin und Kriminalpsychologin. Ich sage gerne, dass das Gedächtnis wie eine Wikipedia-Seite ist. Dass Sie es verändern können, aber andere können das auch. Und das ist eine Analogie, die ich gerne mag, weil es wirklich beschreibt, wie flexibel unser Gedächtnis ist und wie sehr es im Alltag, aber auch in Extremsituationen zu großen Veränderungen kommen kann. In Interviews hat Shaw 70% ihrer Probanden dazu gebracht, eine Straftat zu gestehen, die sie nie begangen haben. Man kann Menschen also falsche Erinnerungen einpflanzen. Und sie erinnern sich mit einer Komplexität dran, als sei es wirklich passiert. Und sie sagen Details und emotionale Details, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass es eine falsche Erinnerung ist. Es hört sich nämlich an, als wenn dieser Mensch es tatsächlich gemacht hat. Vermeintliche Täter oder Opfer erinnern sich falsch. Solche Fälle gibt es immer wieder. Bayern 2004. Ein Mann gesteht, den Vater seiner Verlobten zerstückelt und dessen Überreste an Hunde verfüttert zu haben. Auch die Familie des Toten soll bei der Tat geholfen haben. 5 Jahre später zieht die Polizei jedoch das Auto des Mannes aus der Donau. Darin finden die Beamten die äußerlich unversehrte Leiche des angeblich Zerstückelten. Je öfter man jemanden befragt, desto mehr kann sich das Erinnern verändern. Und das ist wichtig für Polizeibefragungsmethoden. Das heißt, wir müssen wissen, dass mehrere Befragungen auch dazu führen können, dass Täter mehr Missinformationen mit einbauen in ihr Erinnern und dass sich Sachen verstellen können auf ganz wichtige Arten. Australien 1975. Eine junge Frau wird vergewaltigt. Sie beschreibt ihren Peiniger sehr genau. Wenig später wird ein Mann verhaftet. Doch der hat für die Tatzeit ein wasserdichtes Alibi. Er hat ein Live-Interview gegeben. Wenn er unmöglich der Schuldige sein kann, warum hat sich die junge Frau dann an so viele Details seines Äußeren erinnert? Die Antwort ist simpel. Kurz vor der Tat hatte sie das Gespräch im Fernsehen gesehen. Als Folge des traumatischen Erlebnisses beschrieb das Opfer den Vergewaltiger wie den Mann aus dem Interview. Menschen, die mit der Justiz zu tun haben, wie Polizeibeamte oder Anwälte, meinen oft, sie würden ein falsches Geständnis oder eine falsche Erinnerung erkennen, wenn sie eine sehen würden. Das stimmt nicht. Und zwar ist es so, dass für jeden diese Situationen oft wahnsinnig schwierig sind zu verstehen. Wir sehen nicht, ob jemand lügt. Wir sehen auch nicht, ob jemand eine falsche Erinnerung hat. Das wird einem Mann in den USA zum Verhängnis. Missouri in den 1990ern. Im Rahmen einer Psychotherapie glaubt sich seine mittlerweile erwachsene Tochter plötzlich an einen jahrelangen Missbrauch durch ihren Vater zu erinnern. Das angebliche Opfer erzählt, es sei 2-mal schwanger geworden und habe jeweils mit dem Draht eines Kleiderbügels abtreiben müssen. Später stellt sich heraus, dass die Frau nie eine Schwangerschaft und nie eine Abtreibung durchlebt hat. Sie ist noch Jungfrau. Julia Shaw berät und coacht Polizei und Justiz. Das Ziel der Kriminalpsychologin? Nach den gemeinsamen Übungen sollen die Ermittler Suggestivfragen vermeiden, die falsche Erinnerungen hervorrufen könnten. Denn Shaw weiß, wie schnell so etwas gehen kann. Wenn Sie der Person gegenüber vertrauen, dass Sie mehr wissen, dass diese Person mehr weiß über ihr eigenes Leben als Sie selbst, dann kommt es schnell dazu, dass Sie überlegen, ja vielleicht, was ist, wenn es doch so war? Und das Was ist, wenn kann sich ganz leicht wandern in ein Vielleicht. Und das Vielleicht ändert sich dann in ein So war es. Und schon führt eine falsche Erinnerung zu einer falschen Aussage und zu einem Justizirrtum. Das ist schon erschreckend, wie leicht unsere eigenen Erinnerungen uns einen Streich spielen können. So ist man vielleicht ja auch manipulierbar. Mehr zu falschen Erinnerungen und zur Forschung von Julia Shaw finden Sie auf unserer Homepage auf www.planet-wissen.de.
Und wir schauen jetzt wieder auf unseren Fall von Ralf Witte. Welche Rolle Scheinerinnerungen dabei gespielt haben, möchte ich jetzt noch mal von Professor Günther Könken wissen. Sagen Sie, glauben Sie, dass Jennifer gezielt gelogen hat oder glaubt sie tatsächlich vergewaltigt worden zu sein? Da kann ich nur spekulieren. Ich habe sie ja nicht selber untersuchen können. Aber es spricht schon einiges dafür, dass es sich um eine Scheinerinnerung handelte, die über einen relativ langen Zeitraum bei ihr gewachsen ist. Wohl auch vor dem Hintergrund der psychischen Störung, die sie hatte. Und dann eben dieser sehr emotionalen Nähe, die sie zu der Beratungslehrerin gewonnen hat und dadurch gelernt hat im Endeffekt, dass wenn sie derartig dramatische Dinge schildert, sich als Opfer schildert, dass sie dann Zuwendung bekommt. Und dann fallen solche Scheinerinnerungen gerade in dieser Komplexität ja nicht von heute auf morgen vom Himmel, sondern die wachsen. Und wie das eben schon die Kollegin sehr richtig gesagt hat, mit jedem Gespräch darüber, wo man dann merkt, was fragen die anderen Leute, was muss ich dazu irgendwo noch ausführen, könnte es nicht vielleicht auch so gewesen sein. Mit jedem dieser Gespräche wächst die Aussage dann und wächst auch die subjektive Gewissheit. Das ist tatsächlich so gewesen. Also es spricht schon einiges dafür, dass es bei der Jennifer sich um Scheinerinnerungen gehandelt hat. Also es ist keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern die ist da so reingeschlittert? Oder wie darf ich Sie da verstehen? Also ja, da kommt wahrscheinlich beides zusammen. Zunächst mal glaube ich, also nach dem, was ich da mitbekommen habe, dass sie reingeschlittert ist, dann irgendwann war sie da drin und kam aus der Nummer nicht mehr raus. Und dann kamen möglicherweise auch tatsächliche Falschaussagen hinzu. Und das Interessante war ja bei ihr dann zum Beispiel auch, als das Verfahren zu Ende war und sie aus diesen ganzen Aufmerksamkeitszuwendungen raus war, die ist ja dann irgendwelchen Talkshows gewesen und ist interviewt worden, so etwas, als das dann zu Ende war, da kam plötzlich dann dieser neue Vorwurf, den wir vorhin gehört haben, was nach meiner Vermutung eben wieder der Versuch gewesen ist, sich jetzt, nachdem alles vorbei war, doch nochmal wieder in diese Opferrolle zu retten, um wieder die Zuwendung zu bekommen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie vorher damit immer erlangt hat. Mal unabhängig von dem Fall Jennifer, kann man sagen, welche Personen grundsätzlich gefährdet oder anfällig für Scheinerinnerungen sind? Wir alle. Also da soll man sich keine Illusion machen. Also das, was die Frau Schor da beispielsweise geschildert hat, die hat ja ihre Untersuchung, viele der Untersuchungen, die da gemacht worden sind, sind mit Studenten gemacht worden. Völlig normalen, normal begabten, überdurchschnittlich intelligenten Personen, mit denen man sowas machen kann. Also im Prinzip sind wir alle anfällig für Scheinerinnerungen. Aber es gibt natürlich Konstellationen, wo also Personen anfälliger sind. Also beispielsweise vor dem Hintergrund psychischer Störungen. Was wir zum Beispiel manchmal erleben, ist, dass jemand eine psychische Störung hat, eine Persönlichkeitsstörung, etwa darunter leidet, merkt, dass er diese Probleme hat und dann anfängt irgendwann sich zu fragen, warum habe ich das? Mhm. Und fängt an, selber zu recherchieren, geht ins Internet, also wir haben das oft bei Borderline-Störungen etwa, nicht? Da gibt es dann diverse Foren, in denen berichtet wird von Patienten, was bei ihnen die mutmaßliche Ursache für die Störung gewesen ist. Dann fängt man selber an, rumzugrübeln und sucht dann nach möglichen Ursachen, die lange zurückliegen, in der frühen Kindheit. Und was ist, wenn Sie versuchen, sich an die frühe Kindheit zu erinnern? Sie haben nur ganz schwache, wenn überhaupt, irgendwelche Erinnerungen. Und das ist ein erstklassiger Nährboden für das Entstehen von Scheinerinnerungen. Wenn, also um ein Beispiel zu sagen, ich könnte Ihnen jetzt auch unter Aufbietung sämtlicher Psychotricks nicht einreden, dass durch Studie hier vorhin gerade ein rotes Krokodil gelaufen ist. Weil jeder sofort merken würde, das ist völliger Quatsch. Mhm. Aber wenn ich Ihnen versuchen würde einzureden, dass Sie als kleines Kind mal, und solche Untersuchungen gibt es in der Tat, als kleines Kind mal irgendwo im Kaufhaus entführt worden sind, dann ist die Ausgangssituation sehr viel verletzlicher, um es mal so auszudrücken. Und es gibt diverse Untersuchungen, die zeigen, dass man eben auch Studenten unter bestimmten Umständen so etwas einreden kann. Herr Professor Könken, das war sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und schöne Grüße nach Kiel. Ja, danke Ihnen. Ja, Scheinerinnerung scheint schwierig zu sein, auch für Juristen sie zu erkennen und sie einzuordnen. Herr Dr. Bräutigam, lernen Juristen, Jurastudenten das in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium überhaupt? Scheinerinnerungen oder auch, falsche Erinnerungen gibt es auch? Zu wenig. Also im Studium an der Uni selbst, da spielt sowas fast gar keine Rolle. Da lernt man das Recht an sich. Dann gibt es das sogenannte Referendariat, so die Praxisausbildung. Da spielt das eine größere Rolle, Aussagepsychologie.
Und dann gibt es für die Richter Fortbildungen. Manche machen die mehr, manche weniger. Insgesamt glaube ich, dass das zu wenig gemacht wird, dass da zu wenig Druck hinter ist, solche Fortbildungen machen zu müssen. Und natürlich ist der Jurist auch nicht der Experte, der dann so ein Professor Köntgen ist in Aussagepsychologie. In meiner Ausbildung als Referendar hat die Ausbilderin mal ein ganz einfaches Beispiel: Zeugen und an was kann man sich erinnern gemacht. Die hat einer Kollegin gesagt, komm mal um 21:45 in unsere Unterrichtsstunde, flüster mir was zu und geh wieder raus. Mhm. So. Dann kam das so und danach fragte die Ausbilderin uns so, was hatte die Frau an? Ja. So. Wie viele verschiedene Farben wurden genannt? Motivierten Nachwuchsjuristen haben uns da um Kopf und Kragen geredet. So, das zeigt einfach dieses Erinnern an etwas, was man gesehen hat. Das ist einfach eine Wahnsinnsfehlerquelle. Das heißt also, welches Gewicht haben denn überhaupt Zeugen vor Gericht? Es ist schon allen bewusst, dass das ein schwaches Beweismittel ist. Natürlich ist eine Urkunde, ein Schriftstück oder eine ganz glasklare Verletzung deutlicher. Nur, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, in solchen Fällen wie hier, da gibt es dann eben nur die Zeugen, da kommt man nicht darum herum, sich zu entscheiden, glaubt man oder glaubt man nicht. Ja, wir hatten gar keine Zeugen, wir hatten ja nur ein angebliches Opfer, was ihr Herrn Witte beschuldigt hat. Wie hat sich denn Jennifer vor Gericht eigentlich verhalten? Hat die immer flüssig erzählt oder wie war das? Nein, also im Erstverfahren war es so, dass sie immer begleitet wurde. Sie musste, glaube ich, 7-mal aussagen und von 42 Verhandlungstagen. Sie ist immer in Begleitung ihrer Lehrerin gewesen und eine Jugendamtsmitarbeiterin. Und da ist es teilweise so gewesen, wenn es so Situationen gab, wo ich meinte, oh, jetzt hat mein Anwalt sie. Dann ist sie aufgestanden, hat geheult und lief raus. Normalerweise ist es so, dass ein Richter die Sitzung unterbricht. Sie ist einfach losgerannt und dann alle hinterher. Lehrerin, die Jugendamtmitarbeiterin, gar die Staatsanwältin ist hinterhergerannt, ohne dass dann eine Sitzung unterbrochen wurde. Und dann kam sie so eine halbe, dreiviertel Stunde später wieder in den Gerichtssaal rein und war völlig gestärkt und hatte alle Antworten für die Fragen, die nun gerade gestellt wurden. Da mutmaßt man natürlich, dass... Und da habe ich ja den Richter angefahren. Ich habe gesagt, wenn wir hier so spielen, dann können Sie, suchen Sie sich irgendeinen aus. Sie können jeden in den Knast stecken. Wenn wir so ein Spiel hier spielen, können Sie auch jeden in den Knast stecken. Ich sollte mich mal zurückhalten. Hat denn die Familie von Jennifer ebenfalls ihr diese Vergewaltigung abgenommen? Also ich denke mal, dass ihre Mutter war eigentlich auch Opfer. Weil sie hat ja nicht nur mich, sie hat ja auch ihren eigenen Vater beschuldigt. Und somit, ich weiß, dass im Vorfeld da Scheidungen und solche Sachen vielleicht angestanden hätten. Und das war jetzt wahrscheinlich auch der einfachste Weg, den Alten aus dem Weg zu räumen. Mhm. Wie ich dann nachher ins Boot gekommen bin, ist auf der Polizei passiert, andere Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass ihre Familie, ihre Großmutter, die muss es gewusst haben, dass es nicht stimmt. Weil die kannte mich, die hat mir schon als Kind den Hintern sauber gemacht. Die kannte mich von klein auf und ihre Großmutter muss gewusst haben, dass das nicht stimmt. Hat alles nichts genutzt. Wenn ein Richter Recht gesprochen hat, steht das Urteil erst einmal fest. Doch für die Opfer von Justizirrtümern gibt es auch dann noch Möglichkeiten, das Ruder herumzureißen. Berufung. Die kann nur gegen Entscheidungen des Amtsgerichts eingelegt werden. Daraufhin übernimmt die nächste Instanz. Dort wird ein komplett neuer Prozess geführt und ein eigenes Urteil gefällt. Revision. Dabei wird ausschließlich überprüft, ob das vorherige Gericht die Gesetze richtig angewendet hat. Es gibt keine inhaltliche Neuverhandlung. Wiederaufnahmeverfahren. In ganz seltenen Fällen kann eine abgeschlossene Strafsache noch einmal verhandelt werden. Dafür gelten jedoch strenge Regeln. Es müssen entscheidende neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen. Verfassungsbeschwerde. Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht die Richtigkeit des Urteils, sondern vor allem, ob die Grundrechte des Täters verletzt wurden. Gnadengesuch, der allerletzte Ausweg. Bei einer Begnadigung, zum Beispiel durch den Bundespräsidenten, kommt der Verurteilte zwar frei, bleibt aber schuldig. Herr Bräutigam, wie häufig sind denn Wiederaufnahmeverfahren und welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass ein Verfahren denn überhaupt neu aufgerollt wird? Sage ich Ihnen sofort ein Stichwort zur Berufung. Ja. Bei Herrn Witte gab es keine Berufung, dass das Verfahren komplett nochmal aufgedröselt wird. Wenn am Landgericht ein schwerer Mordprozess ist oder Vergewaltigungsvorwurf, dann gibt es nur diese Instanz, wo Zeugen gehört werden und danach direkt der Bundesgerichtshof, der nur auf Rechtsfehler
korrigiert. Mhm. Das heißt, diese Chance, dass ein zweites Gericht alle Zeugen nochmal hört, die hat Herr Witte gar nicht und andere. Das ist ein... Das ist ein Fehler im System. Es ist ein... es führt zumindest dahin, dass man über das System diskutieren kann. Ob man gerade in diesen schwierigen Fällen, wo es wirklich um ganz viel für die Einzelperson geht, die Instanzen nicht verstärken müsste. So, mhm. Und jetzt, wenn das alles abgeschlossen ist, dann hat man die Chance, wenn es wirklich etwas Neues gibt, so wie es bei Herrn Witte war, die Wiederaufnahme zu beantragen. Und das kann sein, wenn man herausbekommen hat, es gab wirklich eine bewusste Falschaussage, das steht fest. Es kann sein, dass es eine Urkunde gefälscht war, so war das bei Gustl Moller, da waren Papiere gefälscht, dann ging es wieder los. Und neue Tatsachen. Und das ist aber der Begriff, wo die Gerichte dann auch wirklich sehr hohe Hürden hängen. Weil natürlich kann jeder kommen und sagen, es war ganz anders. Das will ja jeder, der glaubt, er ist zu Unrecht verurteilt worden. Und aber es ist sinnvoll, dass die Hürden so hoch sind. Man muss erst mal sagen, dass es nicht schlecht ist, dass Urteile auch Rechtskraft haben. Man kann nicht über Jahrzehnte, 20, 30, 40 Jahre, jeden Fall wieder aufrollen. Das geht nicht. Man muss auch mal Klarheit sagen. Das ist die allgemeine Aussage. Und trotzdem, wenn man wirklich ganz krasse neue Anhaltspunkte hat, dann verstehe ich jeden, der glaubt, ich war es nicht zu sagen, das ist mir dieses Rechtssystem, macht es mir zu schwierig, das wieder aufzunehmen. Bei Herrn Witte war es ja dann so klar, dass es auch recht schnell ging, den Prozess dann nochmal wirklich in Gang zu bekommen. Und welche Rolle spielt Geld bei solchen Prozessen? Also jeder, das ist alles nicht ganz billig, ne? Gutachter und Gegengutachter, genau. Man muss dazu sagen, jeder Angeklagte, der schwere Beschuldigungen gegen sich hat, der hat die Möglichkeit, auch vom Staat einen Anwalt bezahlt zu bekommen. Also der kann zu einem Fachanwalt für Strafrecht gehen und da bekommt er auch Hilfe. So. Aber natürlich, wenn man dann gute Gutachter sich vielleicht selbst dazu holt oder eben einen extrem guten Anwalt, der dann hohe Tagessätze verlangt, das ist dann auch eine Geldfrage, sodass das auf jeden Fall nicht schadet, viel Geld zu haben. Viele verschulden sich dann auch, einfach weil es um alles oder nichts geht. Herr Witte, wenn ich die Frage stellen darf, Sie sind ehemaliger Straßenbahnfahrer, da würde man jetzt nicht erstmal denken, dass Sie wahnsinnig viel Geld haben. Trotzdem haben Sie sich den Herrn Witte, der oft den Herrn Schwenn, der oft zitiert wurde, geleistet, sage ich mal, Staranwalt. Wie konnten Sie den bezahlen, finanzieren? Meine Frau hat das finanziell möglich gemacht. Sie hat... Menschen gekannt, die ihr geholfen haben, die auch die finanziellen Mittel hatten. Und denen sind wir heute noch sehr dankbar dafür, dass sie uns geholfen haben. Und wie haben Sie es dann geschafft, dass es da zu einem Wiederaufnahmeverfahren kam? Naja, nachdem Herr Schwenn sämtliche Unterlagen hatte, meine Frau hat die in 3 Kartons an 3 verschiedenen Tagen zu Ihnen geschickt. Also vorher waren natürlich einige Telefonate mit Herrn Schwenn und meiner Frau. Und dann hatte er die Sachen und dann war er absolut davon überzeugt, dass er mich da rausholen kann aus dieser Situation. Dieses Wiederaufnahmeverfahren, das begann schon aus dem Gefängnis heraus. Ja, nur von da aus brauchen Sie ja eins. Wenn Sie draußen sind, brauchen Sie... Also ist das das normale Verfahren? Ja. Sie sind ja rechtskräftig verurteilt zu 12 Jahren. Er sitzt ja. Und wie eben schon gesagt, es gibt eine Revision, alles fast vom Landgericht, kommt nur noch die Revision beim Bundesgerichtshof in Frage. Man hat noch das mitteleuropäischer Gerichtshof, dauert 5 Jahre und länger und ist meistens erfolglos. Mhm. Ja, plötzlich wieder frei. Im Wiederaufnahmeverfahren wird Ralf Witte 2010 tatsächlich freigesprochen. Doch einfach wieder ins Leben zurückkehren, das geht nicht, denn die Zeit im Gefängnis ist prägend, nicht nur für den Vater. Das ganze Familienleben braucht einen Neuanfang. Ein gemeinsames Frühstück. Für Simon Witte sind gerade die alltäglichen Momente noch immer besonders kostbar. Durch das falsche Urteil verbringt der Junge quasi sein halbes Leben ohne Vater. Man spürte schon, dass da irgendwas fehlt. Also ging schon an eine Substanz und man hat auch eigentlich fast so den Glauben aufgegeben. Simon wird in der Schule auffällig, muss sogar zum Kinderpsychologen. Lange leidet er unter einem Waschzwang. Dann habe ich mir halt immer so gedacht, ja, draußen ist es schmutzig und die Welt ist halt gemein und machst dich erstmal hier drin sauber, ne? Inzwischen geht es dem 18-Jährigen wieder gut. Doch die Folgen der Zeit ohne Vater sind immer noch sichtbar. Sein Zimmer muss stets ordentlich sein. Täglich putzt er penibel durch. Seine Mutter Kerstin sorgt damals ganz allein für ihren Sohn und sich, geht bis an ihre Grenzen. Wenn es die Tiefen gab, habe ich mir gedacht, ich gebe meinen Simon in Heim, lass meinen Mann da, wo er ist und mach einfach mit mir selbst Feierabend. Ne? Aber habe ich gedacht, nee, du kannst es nicht machen, musst zusammenhalten. Und wenn ich dann ins Gefängnis gefahren bin zu meinem Mann, hat mein Mann immer zu mir gesagt, der Kerstin, halte durch, wir schaffen das und so. Ne?
Hilflosigkeit prägt das Familienleben. Was man denen angetan hat, also ich für mich, ich war da drinnen eingesperrt, ich konnte nicht viel ausrichten. Aber die, die draußen gekämpft haben, die haben ja viel, viel mehr gelitten wie ich. Und das ist das, was einen richtig, richtig wehtut. Ne? Am Ende wiegt Kerstin Witte nur noch 42 Kilo. Ich habe manchmal zweimal die Woche Nervenspritze gekriegt, dann bin ich zum Arzt hin, weil ich halt dieses Zittern auch immer dann hatte. Ne? Ich konnte mich ja manchmal kaum noch auf die Beine halten. Als ihr Mann endlich wieder da ist, geht es für die Familie bergauf. Doch jedes Mal, wenn Ralf Witte alleine ist, kommen die Erinnerungen an den Knast hoch. Die Wut über das Unrecht verarbeitet er in einem Buch. Konsequent war ich eigentlich schon immer, aber jetzt bin ich irgendwie ja, auch knallhart dabei. Es gibt Stimmen, die da sagen, du bist eine voll harte Sau geworden. Dennoch, Sohn Simon ist einfach nur glücklich, dass die ganze Familie wieder vereint ist. Also ich genieße eigentlich jeden Tag, wo wir halt beisammen sind, sei es Mama, sei es Papa, also halt alle zusammen. Das hat man schon gemerkt, dass da enorm viel Zeit fehlt. Die gestohlenen Jahre können sie zwar nicht wieder aufholen, aber viele gemeinsame Stunden helfen den Wittes dabei, in ein möglichst normales Familienleben zurückzukehren. Scheint ja jetzt alles wieder gut zu werden. Doch Sie haben gerade im Film selbst gesagt, dass Sie manche als harte Sau beschreiben. Was genau hat Sie so hart gemacht? Also konsequent war ich schon immer. Und Dinge, die ich in der Haft erlebt habe, wenn man da einmal weich ist, wenn man da nicht konsequent ist, kann man dort verloren sein. Aber Sie waren hart? Ich war immer hart. Und es gab wirklich einen Punkt, wo ich jegliche Angst verloren habe. Und in der Haft habe ich einen Punkt gehabt. So, was war das für ein Punkt? Da ist einem alles egal. Das ist egal, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, ob man gleich darauf sterben wird. Das war mir egal. Also, und mein Gegenüber hat das auch gemerkt, dass ich vor nichts Angst habe. Und es war ein ganz schöner Kanten. Der wollte, ja, der meinte, ich wäre ein Kinderschänder und er müsste mit mir mal in die Dusche gehen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe ihm ein bisschen wehgetan. Und danach war Ruhe? Danach war Ruhe, genau. Also Gewalt, um zu überleben? Ja. Im Knast? Ja. Und es gibt wirklich so einen Punkt, wo einem alles, wo man vor nichts mehr Angst hat. Diesen Punkt kannte ich früher nicht, weil eine gesunde Angst ist für alles gut. Aber wenn man diesen Punkt erreicht hat, das ist schon sehr hart. 5,5 Jahre, jetzt sind Sie raus. Welche Entschädigung haben Sie eigentlich bekommen? Ja, 25 Euro pro Tag gibt es, wenn man unschuldig ist. Da müssen Sie mir beim Rechnen helfen. Das wären bei meinen fast 2000 Tagen waren das knapp 50.000 Euro. Davon wird aber wiederum abgezogen das Essen und Trinken in der Haft. Wenn man unschuldig in Haft ist, muss man sein Essen und Trinken dort selbst bezahlen. Ach, das ist so, ja. Das ist was? Das ist immer der grausame Nachsatz nach den 25 Euro. Das ist so. Und, das sind in der Summe dann auch noch mal ein paar tausend Euro, die da abgezogen werden. Über 6.000 Euro waren das, die. Genau. Das ist so eine pauschale Entschädigung und dann hat man natürlich vielleicht auch weitere Schäden gehabt, weil man den Beruf verloren hat. Also da ist der Fall Harry Wörth sehr, sehr treffend, der da dieses Dilemma beschreibt. Der hat auch die Entschädigung bekommen, aber der muss jetzt prozessieren, weil er sagt, ich habe damals meinen Job verloren, keinen neuen gefunden. Und muss alle wirklich nachweisen, dass diese Verluste mit der zu Unrecht erlittenen Haft zu tun haben. Das muss der Kerl jetzt nachweisen. Aber in anderen Ländern ist es doch viel höher, die Entschädigung. Warum ist es bei uns in Deutschland? Das ist eine politische Frage. Da geht es um Geld, das in einem Staatshaushalt drin ist. Und man muss politisch entscheiden, wie viel ist uns so ein Fall von einem unschuldig Verurteilten wert. Die kann man einfach anheben, die Sätze, die Tagessätze von 25 Euro. Und ich hielte das auch für richtig, aber das ist eine rein politische Frage, weil das Geld dann woanders fehlt. Das Problem ist ja auch, wenn Leute rechtskräftig schuldig waren und dann entlassen werden, denen wird Unterstützung gegeben bei Wohnungssuche, bei der Jobsuche. Mhm. In Ihrem Fall war das nicht so. Ist da eine Lücke im System? Das finde ich schon. Es ist richtig, dass es eine Bewährungshilfe gibt für die, die zu Recht drin waren. Da wollen wir nicht, dass die rückfällig werden. Ja. Die sollen betreut werden. Sollen ja sozialisiert werden. Aber man muss da schon gleiche Verhältnisse schaffen für die, bei denen festgestellt ist, dass sie zu Unrecht drin waren. Mehr zum Thema Justizirrtümer finden Sie auch auf unserer Homepage. Da haben wir Ihnen spektakuläre Fehlurteile zusammengestellt. Und Sie finden Infos zur Struktur der deutschen Geschichte, der Gerichte. Ralf Witte wurde damals zum Beispiel vom Landgericht Hannover verurteilt. Im Landgericht werden schwere Vergehen verhandelt, bei denen eine Strafe von mindestens 4 Jahren zu erwarten ist. Das und mehr auf www.planet-wissen.de.
Ja, Herr Bräutigam, insgesamt betrachtet, was würden Sie sagen, wie gut ist unser Rechtssystem tatsächlich? Trotz diesen Fällen würde ich sagen, man sollte nicht das ganze System in Frage stellen. Wenn wir uns mal einen Blick in die USA erlauben, durch das Geschworenensystem, wie viele Leute da, was man immer wieder hört, verurteilt wurden, obwohl sie es vielleicht gar nicht waren. Und da gibt es sogar noch die Todesstrafe, das kommt noch hinzu. Man kann aber hier in unserem System an Stellschrauben drehen. Es gibt gerade einen Gesetzentwurf des Justizministers, dass man die ersten Vernehmungen der möglichen Opfer und der Beteiligten, dass man die auf Video aufzeichnet. Mhm. Sagen Sie, ja, das ist doch wohl normal, sehe ich doch in jedem Tatort. Ist es nicht. Das sollte eingeführt werden. Also, dass man der Justiz durch viele kleine Stellschrauben ermöglicht, besser zu arbeiten. Das ist ganz wichtig und das geht auch. Mhm. Mir ist aber noch eine zweite Sache ganz wichtig. Wir sprechen ja ganz viel darüber, dass man Zweifel haben muss bei Vorwürfen. Es sollte aber nicht dazu führen, es kann ja auch sein, dass ein Opfer, ein wirkliches Opfer zur Polizei kommt. Und die Folge aus unserer wichtigen Diskussion kann nicht sein, dass man grundsätzlich sagt, wir glauben dir nicht. Bin ich mir aber erstmal, jetzt leg erstmal auf den Tisch. Also das ist ein sehr sensibles Thema, wo man in jedem Fall genau prüfen muss. Das wäre, glaube ich, auch nicht im Sinne von Ihnen, Herr Witte. Opferschutz über alles. In jedem Fall. Also es gibt ja leider viel zu viele Frauen, denen es wirklich passiert, die wirklich missbraucht werden. Also da, aber wenn dann so ein Mädchen, wie es in unserem Fall war, ganz offensichtlich nur immer mit Hilfe anderer etwas präsentieren kann, alleine gar nichts erzählen kann und da muss auch bei der Polizei dann irgendwie am ersten Tag schon mal skeptisch nachgefragt werden. Hallo? Was raten Sie denn Opfer von Falschbeschuldigungen? Was soll man da raten? Das ist schwer. Man soll, also jeder, der falsch beschuldigt wird, muss sich wehren bis zum Letzten, bis es nicht mehr einfach geht. Kämpfen. Bis zum Letzten. Haben Sie durch Ihre Erfahrung überlegt, gleichgesinnten Justizopfern zu helfen und zu unterstützen? Ich habe eine Homepage eingerichtet, www.justizopferralfwitte.de. Mhm. Da habe ich schon einigen Menschen helfen können, die wirklich in ähnlicher Situation waren. Oft ist natürlich auch die Frage, wie können wir Herrn Schwenn bekommen? Das ist die meiste Frage eigentlich. Aber es war da ein Fall in Bayern, da habe ich geholfen. Da habe ich an eine Anwältin, die auch im Kachelmann-Prozess tätig war, und die hat das Ding von heute auf morgen gelöst. Also an Sie beide erstmal ein großes Dankeschön, dass Sie da waren. Bei allem, was wir jetzt gehört haben und worüber wir jetzt diskutiert haben, fällt mein persönliches Urteil, um im Bilde zu bleiben oder auch Fazit, so aus, dass Fehlurteile sind zwar selten, aber es gibt sie und es kann jeden treffen eigentlich. Aber hoffen wir das Beste und denken wir positiv. In diesem Sinne, schön, dass Sie da waren. Und vielen Dank auch Ihnen fürs Zusehen. Das war Planet Wissen für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.